Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Happy Dienstag, werte Kasperschaft. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer... Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Oh, Potsdamer Herr Landvogt, Sie auch hier. Hoher Besuch in meiner Hütte. Das freut mich aber. Apropos hoch. Wisst ihr, was bei Rainer.w nicht mehr hochgeht? Nein, nicht, was ihr jetzt denkt. Ich rede von den Zuschauerzahlen und den Abos. Frag mich nur, woran liegt das wohl? Am tollen Content kann's ja nicht liegen, der ist klasse. Und auch an der super Qualität seiner Streams, also jetzt von der Technik her. Gerade der Ton ist ja extraordinär. Wollt ihr mal sehen, wie toll das alles ist? Kommt, ich zeig's euch mal. Fort Blurottens wieder was zusammengeschnitten. Allahu Akbar. Ja, wie du meinst. Hallo. Allahu Akbar, deine Mutter. Das mag ich so an TikTok. Diese kultivierte Umgangsform. Bitte? Ich ficke deine Mutter. Allahu Akbar. Rainer, er meint damit, er ist dein neuer Stiefpapa. Das ist aber nicht nett. Was soll der Quatsch? Was soll... Allahu Akbar. Ich. Allahu Akbar. Guy, das Hate, das You guy, come to me. This is people in your chat. The people in your chat is hate. Aber man merkt, er lernt gerade Englisch. Also, die Grammatik sitzt, die Vokabeln sitzen. Perfekt. And hate and you fucks me on? Allahu Akbar. Und wer ist dieser Allahu Akbar, von dem er die ganze Zeit redet? Junge, ganz ehrlich. No. Ich bitte deine Mutter. You have not. Hör mal, kann das sein? Das kommt mir bekannt vor. Das ist doch Muschi Flo, oder? Der hat doch dieses Lied gehabt. Ich ficke deine Mutter, ich ficke deinen Vater, dann ficke ich deine Mutter. War doch so, oder? Fand ich sehr deep, die Lyrics. Respect for me. I have not doing what this in this chat. Hast du kein Englisch, was soll's? Was für ein Hurensohn ist, was hasse ich wie die Peste. Sorry, ich weiß, ich soll das nicht immer beleidigen, aber mich regt sowas unglaublich auf. Wenn solche Leute sowas sagen, kriege ich sowas von zu viel. Wie viel zu viel, Rainer? Zeig mal mit den Fingern. Das sind so jemand, der hat keine Ahnung, was er schreibt, der hat keine Ahnung, was er macht und dann beleidigt er mich. Ey, sorry, aber sowas packe ich auf den Totnut. Ja. Aber er hat sehr schnell Deutsch gelernt. Erst konnte er kein Wort Deutsch und dann konnte er wenigstens schon mal sagen, ich piep deine Mutter. Ja, zum einen spiele ich immer erst mal mit Random und du hast geschickt genau in dem Moment, wo ich reingekommen bin und da mache ich immer erstmal so ein, zwei Songs, so dass die Leute so nach und nach reinkommen, weißt du? Ah, okay, okay, verstehe. So, Leute. Das ist ein cooles Konzept, du hier machst. Ein absolut cooles Konzept. Erfolgreich, ja. Ja, ich versuch's. So eine Sekunde. Also Leute, an alle in meinem Chat. Und alle, die das gerade mitbekommen haben. Also an alle beide. Gerade mit dem anderen Typen, mit dem ich gerade gematcht habe. Nachdem der mich da beleidigt hat und gesagt hat, dass er mit meiner Mutter, ne? Er meint damit, dass er mit seiner Mutter Dinge tun will, die kein vernünftiger Mensch mit ihr tun will. Sorry, aber da ist mir einfach der Hut hochgegangen. Ich weiß, das war total daneben. Das war eine total beschissene Aktion von mir. Es tut mir wirklich leid, aber da ist mir jetzt in dem Moment einfach der Kragen geplatzt. Ich bin heute auch nicht so besonders gut drauf gerade. Ach wieso, Rainer, was ist denn los? Wobei ich mich gerade frage, für was genau entschuldigt er sich? Was kann entschuldigen sein? Ist irgendwas passiert, oder? Alles gut, ja? Nee, ich hab schon wieder ein bisschen Magenprobleme. Oh, Bauchweh ist schlecht. Besonders, wenn man zu 50% aus Bauch besteht, da ist ja viel Platz für Schmerzen. Oh, miese. Was für ein Laufen hat, oder? Ja, ja, eben, das ist ja genau das, weißt du, und dann habe ich auch noch viel zu tun gehabt den ganzen Tag. Ja, gute Idee, unterhaltet euch doch mal eine Weile über Stuhlgang. Ich meine, hast du ja auch was mitgekriegt davon, einen Teil davon, und deswegen... Nee, du, der bekommt generell ganz wenig mit. Deswegen, wie gesagt,
Das ist natürlich alles keine Entschuldigung, deswegen, wie gesagt, wollte ich mich nochmal entschuldigen, Leute. Das war definitiv nicht gut, dass ich so ausgeflippt bin gerade. Aber das ist einfach extrem angepisst. Da war ich extrem angepisst einfach. Das ist einfach. Ehrenmann, so, dass er sich noch die Mühe macht, sich zu entschuldigen, weil er Respekt möchte. Ja, natürlich. Klar, das ist selbstverständlich, weißt du? Dilo, danke. Ja, vor allem nach dem, was der gesagt hat, Alter. Das ist so, weißt du. Es gibt halt so ein paar Trigger-Sachen und Familie ist halt so ein Trigger grundsätzlich. Also nicht nur bei mir, ist ja bei vielen so. Rainer, also über deine Familie hast du selbst schon sehr, sehr schlecht gesprochen. Ich meine, du hast deine Schwester, als sie dir ihr Kind vorstellen wollte, rausgeschmissen und davongescheucht. Definitiv ist bei jedem so, ne? Also, ne? Es ist ja nicht nur das, es ist irgendjemand gewesen, ich weiß nicht, ob das ein Türke war oder irgendwie Araber oder so, Syrer oder so. War auf jeden Fall keiner, der Deutsch spricht, so, weil auch der hat auch anscheinend gar kein Deutsch gesprochen, so. Nur ein paar Worte hat er ja gekonnt. Und dann habe ich halt die ganze Zeit gemütet gehabt während des Matches, weil er halt reingelabert hatte. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir es so, dass er halt, weil er wollte unbedingt ein Match machen, und gesagt, okay, machen wir halt. Dann habe ich ihn gestummt, dann haben wir halt ein ganz normales Match gemacht. Dann entstumme ich ihn, wollte mich noch bedanken für das Match und sagst du noch, thank you for the match, oder war gerade drüber und dann sagte er meine Mutter und so, ne? Also. Naja, der ist bestimmt auf die Kommentare eingegangen, ne? Naja, hundertprozentig, ja, aber das ist trotzdem, das ist mir einfach zu viel sowas, das nervt mich einfach. Rainer, vielleicht war das auch ein Pferdefreund. Normal, du musst auch aufpassen wegen deinem Account halt. Ne? Hast du überhaupt einen Backup-Account, oder? Ich hab auch einen Backup-Account, ja, aber ich bin ja mit dem Account direkt dann raus nach dem Stream. Du hast einen Backup-Account? Aber beim Back bist du doch schon ewig nicht mehr. Ich bin wieder rein. Das ist zwar nicht immer hilfreich, aber das war in dem Fall. Ich meine, ich bin jetzt nicht so extrem ausfallend, glaube ich, bin auch nicht geworden. Nö, also da sind wir Schlimmeres von dir gewohnt. Ja, aber... Ich glaube, er hat nicht mal einen Rollator nach ihm geworfen. Er lässt nach. Das hat trotzdem einfach nicht cool gewesen. Ja. Ich habe hier, hab hier voll die geile Tasse, aber wenn ich die jetzt in die Kamera halte, ne? Ja. Ach so, kann man die sehen, ne? Naja, man kann... Ja, das könnte passieren, wenn man Dinge in die Kamera hält, dass man die dann sehen kann. Dieser Merlin ist schon clever. Kein Wunder, dass der Zauberer an Artus Hof war. Man kann die schon sehen, aber ich habe mir die halt mal gekauft. Gut, dass du das erwähnst, nicht, dass noch jemand denkt, du hättest sie selbst gemacht oder geklaut. Da steht halt auch was drauf, was ein bisschen arrogant ist. Da steht was drauf. Ja, Donnerwetter. Mein Name. Aber ich fand, okay. ich fand die Tasse damals halt so witzig, weißt du, so diese Scherzsprüche halt auf der Tasse, ne? Kannst und du mir zeigen oder willst du nicht? Darfst du das, oder? Ich weiß nicht, ob das nicht so arrogant wieder rüberkommt. Ach nein, um Gottes Willen. Beim 7000 Euro Schal, weißt du so, wenn man ja 20.000... Mal Rainer, warum trägst du eigentlich einen Schal? Also, bei mir ist gerade schön warm. Oder Frisur, weißt du? Ja. Und dann komme ich hier mit so einem 5-Euro-Becher. Und deine 10.000 Kopfhörer, ne? Genau, ja, so ungefähr. Ach nein. Leute. Ey, vorhin, okay, was... Rainer, das kann man nicht lesen. Die Schrift steht auf dem Kopf, du musst die Tasse umdrehen. Steht denn da? Im Falle eines... Warum? Das ist Dings. Im Falle eines... Es ist gespiegelt. Ja, genau. Im Falle eines Notfalls, frage Rainer, Hashtag allwissend. Okay. Das ist eigentlich ein guter Plan. Wenn du nicht weiter weißt, frag Rainer und mach dann genau das Gegenteil von dem, was er dir vorschlägt. Liegst du immer richtig. Also, Rainer, ich musste gerade eine Ansage an Bushido machen. Was hältst du davon? Witzig. Ja, Leute, Harris, das ist witzig. Meine Haare sind nass, merkt man das? Was, duschen oder was? Ja, vom Stream noch ja. Schnell. Also warst du schon kackduschen, ne? Soll ich dir eine Olle rufen, die deine Haare föhnt und kämmt? Nee, ich lass die... Nee, föhnen mag ich gar nicht. Mach die Haare kaputt. Man soll sie halt nicht zu heiß föhnen, Rainer. Man kann so einen Föhn auch auf niedrigere Temperaturen einstellen. Muss nicht immer Inferno sein. So eine geile Spüle, die dir die Haare glättet. Ja, wenn dann, nee. Ja, und schön mit dem Plätteisen die Locken rausprügelt. Ja, nee. mittlerweile sind die, ja, mittlerweile geht es. Du hättest es mal sehen sollen vor 10 Jahren, ey. Da waren die lockig, ey. Mittlerweile...
Ja, wisst ihr noch, die Prinzessin Leia-Frisur. Ach, war das schön. Mittlerweile sind sie in der Messe, logisch. Mittlerweile sind sie auch dünner. Ja, Rainer, Haarausfall. Meine Haare sind mittlerweile voll dünn geworden, weißt du? Ja, weil sie immer Sport machen. Ne? Die machen streng Diät, 16-8. Und Sport, jeden Tag 20 Kilometer joggen. Da werden die natürlich dünner, ist klar. Musst du mit Olivenöl eingeschmieren und dann bereiten. Nee, ich will, dass die dünner werden. Die meisten werden so sagen, was, deine Haare sind dünner geworden. Warum das denn? Weil die so dicht sind. Hast du eine Ahnung, ist gut, Rainer, aber das ist doch das Einzige an dir, was dicht ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast Haare, so ein bisschen so eine Glatze wie ich, Alter. Meine Haare sind deutlich zu dick, glaub's mir. Nicht nur die Haare, Rainer. Auch die Ohrläppchen. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Haare könnten noch richtig dünner sein. Das ist eine Katastrophe. Was? Hast du dein Mikro gestummt? Oder willst du mich jetzt verarschen, du Sack? Meinst du, ich bin so geknackt? Ich habe nichts an meinem Mikro geändert. Ich höre dich doch noch. Rainer, du kannst das nicht wissen, aber du hörst ihn nicht über dein Mikro, sondern über die Lautsprecher. Also, wenn du am Mikro nichts änderst, aber die Lautsprecher kaputt machst, dann hörst du ihn auch nicht mehr. Ist so. Mhm. Jetzt verarscht er uns hier. Ja, ich habe in der Vergangenheit auch mal was Schlechtes über meine Mutter gesagt, auch im Live, leider. Ja, so ein paar Mal, aber schwamm drüber, ne? Das ist auch eine Sache, die halt nicht im Live verloren hat, noch dazu. Aber das ist halt auch erstens mal schon ewig her. Das ist schon. Genau, und was ewig her ist, das gilt nicht mehr. Rainer, sag mal, wo dir diese bösen Menschen das kaputte Haus aufs Grundstück geworfen haben und dich mit Messern, Pistolen, Steinen, die größer waren als Mittelfranken und so weiter angegriffen haben. War das gestern oder ist das auch schon länger her? Ich frag für einen Freund. Schon 5-6 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann. Hört auf zu lachen. Ja, ich hab Freunde. Und nein, man kann sie nicht sehen, wenn sie hier im selben Raum sind. Das war. Und zum anderen, selbst wenn ich das mache, so, man kennt ja die Hintergrundstory von meiner Familie gar nicht, von mir und meiner Familie. Die echte Story, die kennen nur ich und meine Familie. Und die ganz echte Story kennt nur Rainer. Die existiert nämlich nur in seinem Kopf. Und vielleicht die wenigen Menschen, die drumherum dabei waren. Aber sonst weiß das ja niemand. Und das gibt trotzdem, egal was ich über irgendjemanden sage, gibt es am anderen, das muss ja dann mal die Familie sein. Egal, was ich über jemanden sage, jemand anderes, gibt es keinen Freifahrtschein. Ja, verstehe. Ja, eben, das sind nämlich Welten, ne? Was er darf und was andere dürfen, ne? Sagt kein Richter der Welt was. Natürlich nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Dings, weißt du, ich meine, meiner Familie und hat sich keine Angst zwischen mir. Richtig. Ja, immer wenn ich morgens aufstehe, habe ich. Morgens um 16 Uhr? Ich spüre meinen rechten Arm und mein rechtes Bein oder mein linkes Bein nicht. Weil vielleicht mal zum Arzt gehen, Rainer? Weil es eingeschlafen ist. Das kann aber auch daran liegen, dass ich einfach drauf liege über Nacht. Ja, vielleicht gehen die auch einfach ein bisschen später ins Bett als du und dann schlafen sie natürlich auch länger. Ja, logisch. Ich bin Seitenschläfer. Leute, wir brauchen 4 Rosen dann noch. Also für. Ach ja, da haben wir wieder. Ein 4er-Match mit insgesamt 2 Gehirnzellen. Lecks am Fuß. Und eigentlich fast der ganze 2-Stunden-Stream bestand aus diesem Match. Beziehungsweise vielen, vielen Matches mit den Vieren. Die Leute, die das nicht wissen, ich bin wirklich Landwirt, deswegen nenne ich mich auch Farmer hier. Ist ja toll. I'm Farmer. I make a Kühe. Ist auch ein cooler Beruf. Also ich wollte das nicht machen. Gerade wenn man noch Viehzucht dabei hat. Ja, natürlich, ja, ich auch machen. Ich hab sogar einen Kumpel immer. Natürlich hat Rainer einen Kumpel. Mein Bekanntenkreis, mit dem, also der ist 2 Jahre älter oder was weiß ich. Und der hat tatsächlich ganz normal Hauptschule gemacht und der hat dann tatsächlich Landwirt. Rainer, der hat Hauptschule gemacht? Und so ein Intellektueller gibt sich mit dir ab? Finde ich nett von ihm. Gelernt, also ist ja mittlerweile ein richtiger Ausbildungsberuf mit allem drum und dran. Ich glaube, man kann das sogar studieren. Und der hat dann auch Weiterbildung alles gemacht. Richtig mit, der war dann ein Jahr in den USA, also ist ein richtig cooler Typ auch. Er hat richtig viel Zeug auch drauf gemacht schon. Und man muss echt sagen. Ich hoffe, ich komme auch dahin, ich bin noch ganz am Anfang.
Nein, das wird kein Schutz. Ja, küss dein Herz, ich küss dein Herz. Immer dran denken, Leute, ne? Die Kraft, die Weisheit und der Mut. Ja, und was in der Mitte ist, darüber reden wir lieber nicht, ne, Rainer? Das beschreibt, was der macht. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt wirklich so viel ist, wie sie in meinem Kopf klingt. Für mich wäre so eine Frage kein Problem. Dann stell sie doch einfach. Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? Warum liegt da eine Wurst? Also, pass auf. Okay, wir passen auf. Man kennt das ja immer, ne? Man läuft durch die Stadt und... Rainer, das kennst du schon mal nicht, weil du nur wongelst. Eine Frau? Boah, sieht die geil aus, so. Ja. Denkt ihr das auch immer, wenn ihr durch die Stadt lauft? Ich frage jetzt gerade mal die weiblichen Zuschauer. Merlin, gab's schon mal einen Typen, bei dem du dachtest, boah, der Typ wär's? Nein, nein, Bruder, also ich bin... Da bin ich wirklich ja, ehrlich. Nee, also... Hä? Absolut nicht. Vom Aussehen her, nur vom Aussehen her. Nein, nein, nein. Ich hab die Frage nicht verstanden. Die. Vielleicht, obwohl ich mich nicht... schon mal ein Typ... Also ob es schon mal, gab es schon mal, um die Frage richtig zu formulieren, gab es schon mal einen Typ, nicht bei dem du in die Kiste sonst was sitzt, sondern einfach nur die Frage, gab es schon mal einen Typ, wo du dir gesagt hast, der sieht einfach super geil aus? So ja, vielleicht mal so nicht mehr, Mike. Ja, ach so, ja gut, das kenne ich, das passiert mir öfter. Ja, wisst ihr, wie man an diesen großen Schaufenstern vorbeigeht, das spiegelt ja öfter mal, da denke ich mir auch schon, Donnerwetter, was für ein Schnuckelbursche. Dann sehe ich, ach, schau an, da steht ja gerade einer hinter mir. Schwamm drüber, machen wir weiter. Vielleicht mal so ein thailändische Ladyboys oder so. Ja gut, wenn du darauf stehst. Ich meinte schon einen normalen Kerl. Rainer, das ist jetzt aber diskriminierend. Auch thailändische Ladyboys sind normale Kerle. Nein, nein, Kerle nicht so. Nee, da hatte ich schon. Es geht. Wenn er jetzt gleich von Pferden und großen Wassertieren anfängt, dann bin ich aber raus, ne? Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Es geht ja nicht darum, dass du in Beziehung bist, sondern einfach nur von der Optik her, ob du jemanden einfach vom Aussehen, einfach gut aussehen fandest. Darum ging's. Nur will ich mich selber, wenn ich mich im Spiegel sehe oder dich brauchen und, oder? Ne? Echt? Ja. Okay. Also ich denke, ja. Nein, ja, bestimmt gab es so mit Buffy, Matti oder so, keine Ahnung, wo man sich denkt, ich hätte auch diesen Körper. Leute, wirklich mal Hand aufs Herz. Er meint das nicht homosexuell gesehen. Nein, gar nicht. Ey, die kleine Qualle will auch mal was sagen. So, nein, homosexuell, gar nicht. Okay. Einfach, ob dir von der Optik her gut gefallen hat, wo du einfach sagst, der sah einfach geil aus. Aber jetzt im Sinne von, dass du mit dem in die Kiste wolltest, sondern nichts Homosexuelles, sondern einfach nur vom optischen Aussehen her. Das habe ich. Ach so, vom optischen Aussehen. Oh, sorry, ich habe jetzt vom akustischen Aussehen her gedacht. Ah, ja, mein Fehler. Entschuldige. Diese Kommentare machen jetzt schon fertig. Ja, Arnold Schwarzenegger, TikTok-Sport. Nee, also da würde ich sagen, nee. Ronnie Coleman. Also ich kenne einige Leute, also einige Kerle, die absolut nicht homosexuell sind oder so, auch nicht, absolut keinen Bock darauf haben. Aber ich kenne einige, die gesagt haben, der eine oder andere Typ, den wir uns mal getroffen haben oder so, der sah gut aus. Vor allem, ich bin halt... Ach Rainer, neben dir sieht doch jeder gut aus. Ich bin ja auf beiden Ufern unterwegs so und ich habe halt auch schon... Auf beiden Ufern der Aurach. Ich war auch schon mal mit Kumpels unterwegs und ich kenne halt auch ein paar Leute, die... Also Männer, die sich wirklich auch extrem schick machen. So, ne? Und die waren mit dir auf demselben Kontinent? Hm. Rainer, ich glaube, das hast du dir gerade ausgedacht. Und da bin ich so mit denen unterwegs und da habe ich wirklich so zu... Kennt man, ne? Da machen Männer sich extrem schick und dann ziehen sie mit dem um die Häuser. Mit seinen runtergetretenen Schlappen, den abgeschnittenen Jogginghosen, dem Golf-T-Shirt. Ja, unbedingt Rainer. Ich bin ein Kumpel und dann so, Alter, du weißt, ich stehe nicht auf Kerle, aber der, mit dem du da unterwegs bist, ne? Der sieht super aus. Beschäftigt. Aber man muss auch dazu sagen, Ja, Rainer, dass neben dir halt jeder gut aussieht. Ich hab's schon erwähnt. Da kenne ich viele, die sich vom Wir machen sich ein Stück, also jetzt vom von der Optik her, ja. Mit Kleid.
Ach du, die kämmen sich und rasieren sich. Ja, oder? Also ich rede jetzt nicht von welchen, die sich schminken oder so, ne? Also jetzt nicht so schminken. Ach schade, ich hab gedacht, ich bekomme jetzt ein paar Schminktipps. Sondern das sind einfach ganz normale Kerle. Rainer, meinst du damit, Männer, die sich schminken, sind nicht normal? Du weißt aber schon, wir haben 2023, ne? Ja, die geschminkt sind, die laufen halt meistens in so sehr guten, teuren Klamotten rum, weißt du, so richtig schick halt. Ne? So jetzt nicht unbedingt im Anzug oder so, aber halt schon mit einem sehr teuren Shirt und so. Oder mit einem Hemd. Und ja, mit diesem geilen Designer-Logo vorne drauf hier, Lidl oder so. Nee. Habt ihr Haustiere? Ja. Rainer hat keine mehr. Ja, irgendwelche Spinnen oder so. Hatte mal, ewig hier. Ich hatte kein Haus mehr, also kann ich keine Haustiere haben. Was hattest du? Na Rainer, was hattest du denn? Hatte ich nicht, ist die Frage. Ich hatte Hamster, Meerschweinchen. Apropos, wie geht's den Hamstern denn? Halten die noch Winterschlaf? Ich hatte Schildkröten. Ja, die Schildkröte, die da weggelaufen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Dem Kerl büchst du Schildkröte aus. Ich hatte Enten. Ja, eine in der Regentonne. Ich hatte Hasen. Ich hatte Schildkröte, hab ich schon erwähnt, ne? Ich hatte Vögel in verschiedenster Ausgabe. Ja, einen Vogel hast du definitiv. Fische, habe ich glaube schon erwähnt. Ja, Silberfische im Bad. Also so Zierfische. Was habe ich noch gehabt? Na Rainer, was hattest du denn noch alles? Hund, Katze natürlich, logisch. Rainer, den Hund solltest du lieber nicht erwähnen. Hm? Du verfluchter Rassenbedeschnitzer-Petschnitzer-Manks. Der arme Hund saß den ganzen Tag im Zwinger. Die Pflegerin von deiner Großmutter musste dem Futter mitbringen. Vögel habe ich erwähnt. Danke, Leute, danke. Ich steige weiter so. Denk dran, Rainer. Kein Pferd erwähnen. Meine Mutter hat ein Pferd? Ja. Das du einfach hast verwahrlosen lassen, wenn sich die Frau Pop nicht drum gekümmert hätte. Hätte das den ersten Winter kaum überlebt. Meine Mutter hatte ein Pferd. Wir hatten, wie ich klein war, ja. Aber das sind eher Nutztiere als Haustiere, wir hatten Schafe. Ach Rainer, die Enten waren Haustiere oder was? Wir hatten Tauben, wir hatten Gänse. Tauben und ein paar Blinde. Das sind aber keine Haustiere. Quali denkt mit. Ja, das sind Nutztiere. Also. Das war's, glaube ich, ziemlich an alles an Viehzeug, was wir hatten. Rainer, ein Pferd ist auch nicht so wirklich ein Haustier. Also gut, wie wir ganz klein waren, hatten wir noch Rebhühner mal eine Zeit lang, wie ich noch ganz klein war. Und ja. Auch. Rebhühner? Wie stelle ich mir das vor? Hat man dann so einen Misthaufen, wo der Rebhuhnhahn drauf sitzt und morgens anstatt Kikariki Yo-Yo sagt? Das wird mich nerven. Zeit lang Fasan. Das war's eigentlich. Fasan? Hab ich einmal gegessen. War zäh wie eine Schuhsohle. Du warst ja auch ein richtiger Farmer, du. Was? Ja, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Rainer, du bist nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Rudi hatte einen ganz anderen Beruf. Auf dem richtigen Bauernhof, da ist die Landwirtschaft der Haupterwerb. Er hatte so ein bisschen Resthof. Mit so Restlandwirtschaft. Ja? Hast du Fassane gesagt? Fassan hatten wir früher, genau. Und Rebhühner auch. Was? Leute, wir brauchen 6 Rosen, Leute. Ja, aber die Fasan schmeckt richtig geil. Nee. Also fand ich überhaupt nicht. Das Ding war zäh und hatte einen richtig ekelhaft penetranten Geschmack. Da hast du aber richtig viel Preiselbeeren gebraucht, um das zu übertünchen. Das Geile daran ist, mein Vater hatte damals dann, wir hatten weibliche und männliche Fasane. Donnerwetter. Und dann haben sie gepoppt und Reini hat zugeguckt. Das war dein erster Porno. Und wir hatten nur noch einen männlichen, mein Vater wollte den abschaffen. Wir hatten nur noch einen männlichen Fasan und hat er irgendwann mal, wollte den rein, wollte den, ne? Hals umdrehen so, dass man auf den Grill schmeißen kann. Leute, du kannst doch einen Fasan nicht auf den Grill packen, dann wäre das doch noch trockener. Und dann ist er aber abgehauen. Wer? Rudi oder der Fasan? Oder beide? Kann natürlich auch sein, dass sie beide abgehauen sind und sind so runter
die Dorfschenke im Roten Herz und haben sich ein paar Doppelkorn hinter die Binde gezwitschert. Und der ist dann bei uns im Wald. Oh. Bei uns im Wald war der immer, wir haben so was hoch, da geht's bei uns am Berg, ging es so hoch. Ah ja, da geht's also den Berg hoch. In den Wald rein und da ist so ein kleiner Birkenhain davor, so ein kleiner Birkenwald. Und da. Die haben einen Wald im Wald. Das finde ich cool. Das ist wohl so wie an deiner Schule in Bad Windsheim. Da war ja in der Schule noch eine Schule drin. Da saß der immer oben. Auf den Baumreiner. Diese Dinger, die im Wald stehen, nennt man Baum. Da saß der immer oben auf den Baumreiner. Vielen Dank, mein Bruder. Wie sagt man, da saß der immer oben auf dem einen Baum und hat immer runter. Gut, Rainer. Baum, genau. Schrie. Echt? Rudi saß auf dem Baum und hat runtergebrüllt? Okay, danke für das Kopfkino. Und mein Vater immer so, schade den Namen. Achso, der Fasan war oben. Schade. Das Kopfkino ist jetzt eher langweilig. Bitte Werbung einfügen, ne? Jeder drum hockt, der mich verarscht. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache. Macht's gut. Und danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns morgen. Naja, die Unterstützung. Gut, es kam natürlich wieder ein bisschen was zusammen an Geld, aber das kam doch wieder alles von diesem Campingdödel, oder? Gibt's da eigentlich auch noch richtige Spender? So langsam drängt sich ja echt der Gedanke auf, dass da nur so Fake-Spenden kommen, um, keine Ahnung, Spender zu motivieren oder wirklich Geld zu waschen. Das ist alles sehr merkwürdig mit dieser TikTok-Staffel. Oh, heute wieder das Tankstellen-Outro. Das Auto, das da steht, ist, glaube ich, eine Dodge Cobra. La 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 la. Ja, jetzt ist fertig. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Irgendwann noch ein Klassiker dran, oder? Ja, komm, das machen wir. Mal was Schönes. Der lungert hier sowieso schon eine ganze Weile auf dem Desktop rum und sagt, ich will auch mal. Tun wir ihm mal den Gefallen. Oh mein Herr, trau dich, komm. Guck mal, das war noch damals, als es noch die Chance gab. Klingelt und er kratzt sich an den Hinterbacken rum? Hat sich da dein Bürzel gemeldet und gesagt, ich sitze unbequem oder was war das?
mir aufgefallen, dass man nichts hört. Guten Morgen, Rainer. Das ist immer noch zu leise. Moment. So, jetzt habe ich mal 10 Babybell draufgelegt oder Dezibel oder wie man das nennt. Vielleicht hört man es jetzt. Weil wir müssen ja erfahren, wer hat da die Tür geöffnet? Ist es Huibu? Oder Kasper das Gespenst? Oder der Brustfrosch? Tante Marion? Wer kommt da wohl durch die Tür? Das erfahren wir morgen. Also bis dann. Nee, war Scherz. Kommt, wir machen jetzt weiter. Servus. Bäckerlieferung. Bäckerlieferung. Ja, guck mal, ein Monchichi. Schönen guten Tag. Jo. Und guck mal, es hat Anhang dabei. So, kannst du mal mit herhocken, wenn's magst. Hallo. Oh je, jetzt muss ich erstmal umstellen. Ja, ich glaube irgendwann mal. Wo ist die Cam, Rainer? Achso, genau. Da habe ich bloß, dann wollen wir reinkommen eventuell. Achso, ja, ja, mach durch. Und nur. Ich dachte nicht, dass ich im Weg stehe. Nee, alles gut. Das war. Ja. Da habe ich noch. Alles gut, Kamerateam. Ihr könnt euch frei bewegen. Geht einfach auf den schmalen Pfaden, auf den etwas weniger Müll auf dem Boden liegt als woanders. Im Nachhinein wie vor, natürlich mit deiner Stimme. Steve! Ja, alles gut. Du bist jetzt gerade am Stream. Das ist genau am Stream, genau. Zeitversetzt, oder? Etwa eine Minute, ja. Eine Minute? Ungefähr. Echt? Das war jetzt vor einer Minute erst? Boah. Das sind wir fast live. Fair. Das ist YouTube normal. Ach, auf YouTube streamst du? Genau, ja. Wie viel YouTube er damals noch hatte. Ehrlich auf Twitch. Ja, Twitch wurde ich 3-mal gebannt. Ah ja? Ja, einmal, weil ich ein unschönes Wort gesagt habe, weil ich an so ein blödes Meme gedacht habe, ne, mit so einem böses N-Wort. Da gibt es ja dieses komische Meme und da denke ich halt dran. Ja. Und sag das, weil ich... Na Rainer, das war jetzt natürlich schon auch echt blöd gelaufen. Ne? Einmal denkst du an was und dann ausgerechnet an sowas. Ich mitten im Kampf bin bei Halo. Natürlich hat Twitch gleich gebannt. Ja. Und die anderen 2 Male wurde ich gebannt, weil ich schon gebannt war. Ja, so ist es manchmal, ne? Ja. Wie lange bist du jetzt schon am Stream? 3 Minuten. Bin ich online. Stunde 30 steht online. Stunde, ja, Stunde 31, genau. Also bei mir steht 3 Minuten. Wahnsinn. Genau. Moment, Rainer, du bist 1 Stunde 30 Minuten schon online. Und seit etwa einer Minute haben wir auch Ton. Du hast über 1 Stunde ohne Ton gestreamt? Ernsthaft? Wow, Medienprofi. Schau da immer dahin. Ist immer am sinnvollsten. Dein Ernst, Kevin Bolter. Naja, schon. Ja. Ja. Hast du ja. Die Kamera haben wir auch, ne? Nee, die andere. Ach so. Nee, die hattet ihr mal. Ja, naja, das ist sogar von Zuschauern geschenkt gewesen. Da hast du Bildschirm, überziehst du dann draußen alles? Das ist das Tablet, genau. Das Tablet, da drüben ist der Fernseher natürlich, ist auch ein Bildschirm. Und hier ist die Ding. Zweite Bildschirm. Normalerweise ist da jetzt... Der zweite Bildschirm, mit dem hackt man sich immer überall rein. Jetzt noch WhatsApp an. Ich habe da nicht immer 4 Sachen drauf. 3 Sachen drauf. WhatsApp, meine E-Mails, das ist ja hier auch noch offen als Tab. Und noch die Kameras von außen, die alten Kameras. Die kann ich über das Tablet nicht einsehen. Da habe ich nochmal andere Kameras da. Und das läuft alles über den Rechner hier. Habe ich jetzt alles ausgemacht gerade mal. Rainer, warum hast du das denn ausgemacht? Kevin hätte bestimmt auch gern mal die Kameras gesehen. Und die Kameras spinnen immer ein bisschen rum, da muss ich immer irgendwas dran ändern. Und WhatsApp, naja gut, ist klar, glaube ich, warum ich das ausmache. Die Kameras spinnen rum? Ach ja, stimmt, die haben immer... völlig, ohne dass sie es sollten, den öffentlichen Grund mitgefilmt. Ja. Muss man ja nicht, ob ich extra sehen dann. Rainer wollte das ja nie. Rainer hatte ja genauso ausgerichtet, dass sie nur sein Grundstück filmen. Und die Kameras, sobald er sich umgedreht hat, haben sie sich einfach verstellt und wieder die Straße gefilmt. Da waren bestimmt solche Hater-Dinger. Ansonsten sind es immer die 3 Sachen, die offen sind. Jetzt haben wir noch YouTube offen, weil ich halt am Streamen bin. Weil es auf dem rechten Bildschirm immer besser ist, wenn ich am Zocken bin. Wie viele Zuschauer hast du da immer so im Durchschnitt? Also heute sind es natürlich ein bisschen mehr, heute sind es 771. 700 Zuschauer hast du? 700, ja. Weißt du was, ich hatte letztens 130. Ja, das ist auch ich habe auch gestreamt. Ja, das ist
Oh, ist aber beides stabil, als wenn man sich anguckt, was ihm heute noch auf TikTok zusieht. Ja, bei 200 Zuschauern ist er irgendwo hängen geblieben, ne? Das ist auch ungefähr mein Durchschnitt. Wobei ich neulich Pokémon Go gestreamt habe und auch mal WoW und mal um die 3000 Zuschauer auch gehabt. Echt, ja? Ja, aber das ist auch eher der Ausnahmezustand so. Ja, und was meinst du, was das bei den Restreamern los war? Schlecht, stabile Zuschauerzahlen. Ja, naja gut, ich mache das ja auch schon seit... YouTube mache ich seit 9 Jahren. Habe jetzt quasi das 9. Jahr gehabt am 11.11. Und... Telefoniert. Ja, weil ich eben... es ruft so ein Hater an. Willst du mal hingehen? Warum ruft der an? WhatsApp. Ja, hallo? Hallo? Na, Rainer, da freust du dich. Jetzt faltet Kevin den Hater zusammen. Direkt aufgelegt. Ja. Das Coole ist, ich gehe immer kurz ran. Warum haben die denn deine Telefonnummer? Ach, weil es so eine dumme... Da hast du alten deine Nummer geschickt und man möchte jetzt keine Ausdrücke sagen. Nee, weil so eine Frau halt da mal ein Video mit mir machen wollte, jetzt ähnlich wie unser Gespräch, habe ich dir dann meine Nummer gegeben und alles, was weiß ich, und dann haben wir uns getroffen. Dann hat sie alles schon gemacht, war alles schon freundlich, hat mir extra eine neue Nummer vorher zugelegt, jetzt ruft wieder einer an. Machen wir die auch an hier. Ich unterbreche mal kurz für eine Warnung. Also nur zu eurer Information. Neben meinem Schreibtisch steht ein Schrank. Auf dem Schrank sitzt eine Katze. Es kann jeden Moment passieren, dass die da runterspringt. Also wenn ihr hier plötzlich laute Geräusche schippern und fluchen hört, keine Sorge, dann ist nur die Katze runtergesprungen und hat mir hier alles abgeräumt. Macht ihr öfter. Nur meistens springt sie nicht runter, wenn gerade der Mikrofonarm vorgeschwenkt ist. Also das könnte da ein bisschen problematisch werden. Ich guck mal. Hallo? Hallo. Achso, Telefon, sorry. Hab nicht aufgepasst. Mein Fehler, Kevin. Weitermachen. Hallo? Ja? Gut, danke. Freut mich. Na, Rainer, das Gespräch verläuft jetzt nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast. Okay, danke dir. Ciao, ciao. Ich glaube, es war aber kein Hater. Ich glaube, es war eher ein Fan, oder, weil der hat gesagt, wie es dir geht. Und. Nee, das war schon ein Hater, aber warum soll der dich irgendwie anflaumen? Ja, das Problem ist halt, ich hab mittlerweile halt so eine feste Regel. Wer bei mir vor der Tür steht oder wer mich anruft, ist ein Hater. Der arme Postbote. Weil Privatsphäre kann man irgendwo respektieren, finde ich. Und ich sag's seit über 9 Jahren. Dass meine Zuschauer, meine Fans und meine neutralen Zuschauer, wenn sie Fans von mir sind oder normale Zuschauer sind, so vernünftige und anständige Menschen, dann kommen die einfach nicht hierher. Und deswegen, außer sie wollen Poster kaufen. Respektieren die Privatleben und Privatsphäre. Ja. Und deswegen ist für mich jeder, der hierher kommt, ob er jetzt nur kommt und ein Foto macht oder ob er jetzt hierher kommt, mich kurz anruft, ja, wie geht's dir? Das geht halt nicht. Weil ich glaube manchmal... Doch, Rainer, das geht. Man parkt am Feuerwehrhaus, dann läuft man die paar Meter hoch, stellt sich bei dir vors Tor, winkt, dann kommst du raus und wenn du fertig bist mit Brüllheulen, fragt man, bin eigentlich nur da, mit dir ein Selfie zu machen oder ein Autogramm oder so. Habe ich Tage, da klingelt das Handy alle 2 Sekunden. Warum holst du nicht einfach eine neue Nummer? Weil er so blöd ist, die neue Nummer dann sofort wieder irgendeiner Mulle zu geben? Weil alles über meine Nummer läuft und ich keinen Bock habe, meine Nummer schon wieder zu wechseln. Ich habe meine Nummer, seit ich YouTube mache, 4-mal gewechselt. Ach so. Es hilft aber nichts. Also ich habe die Schnauze voll davon. Darfst du nicht mal irgendwelchen Weibern eine Nummer schicken? Rainer, das wäre vielleicht eine Idee, ne? Jetzt bist. Naja, mittlerweile habe ich meine 2, von daher brauche ich das. Rainer, diese 2, sind die zufälligerweise an deine beiden Unterarme angewachsen? Nennt sich rechte Hand, linke Hand? Nee, die Sache ist, ich habe meine Nummer ja auf YouTube und so weiter auch registriert und wenn ich die ganzen Hater-Videos im Netz lösche, dann muss man auch meine Nummer irgendwie angeben. Ach. Und wenn ich dann meine Nummer angebe, dann ruft schon wieder einer an. So, ja, vielleicht sehen die jetzt im Stream und hoffen, dass es ran ist. Ja, ich gehe auch immer kurz ran für 2 Sekunden, leg wieder auf. Gut, geh du mal ran, ich gucke in der Zeit, was die Katze macht.
Temporäre Entwarnung, sie hat sich gerade wieder zusammengerollt. Auf, dann kann ich nämlich direkt blocken, passt. Stell dir auch vor, den ganzen Tag klingeln. Das ist schon schön. Na, es ist nicht schön auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich kann ja mal kurz gucken. Spaß ist halt, das interessiert euch bestimmt auch. Wartet mal. Der Trend geht ja dann zur 2-Sim. Aber naja, was weiß ich schon. Wie viele Leute ich geblockt habe bereits auf Snapchat. auf WhatsApp. Also Account, 30.000. Datenschutz. Ja, naja, 2780. Da lacht Mario Sixtus sich aber kaputt. So viele Leute blockt er auf Twitter an einem Tag. 2780 geblockte Konten. Sieht man's? Ja. Wahnsinn. Das ist ja nur Snap, das ist ja nur WhatsApp. Ich will gar nicht wissen, wie viele E-Mails ich bereits gelöscht habe und geblockt habe. Ja, unter anderem alle von mir. Du Doofi. Ja, E-Mail stellst du ja auch leichter. Ja. Das muss man mal geben, das ist echt übel. Naja. Was machst du jetzt mit den Leuten so? Mit den Zuschauern nix. Erwarte drauf, dass Kohle reinkommt. Jetzt war es ja vor allem, um sie ein bisschen anzufixen für dich. Mal zu gucken, wie sie reagieren. Und ansonsten, normalerweise quatsche ich mit den Leuten ein bisschen. Wenn ich jetzt so Frühstückstream mache, dann frühstücken wir irgendwie. Ja, und zeigst ihnen deine äußerst kultivierten Tischmanieren. Oder wenn man dann abends... Genau, Stühle für euch habe ich hingestellt. Oder abends halt. Ihr müsst die Stühle halt nur abräumen, weil da liegt Meter auch Müll drauf. Halt meistens auch noch Gaming-Streams oder irgendwas oder. Oder Kinderdisco. Schön mit der kleinen Disco-Kugel, der Nebelmaschine, Alexa, Fenster auf und dann volle Möhre Schlager. Ach, ich weiß nicht, was noch alles. Also, es kommt immer drauf an. Hast du Hunger? Nee, danke. Dein Dings hatten sie leider nicht, weil bei dem Ding, wir waren bei einem anderen Bäcker, mussten wir hin, weil die hat nichts mehr. Ich habe dir Salami-Pizza mitgebracht. Alles klar. Aber auch noch ein Brötchen und noch Kuchen, muss ja auch noch irgendwo sein. Na, ob das reicht? Also falls du... Hier vorne. Genau, so brauchen wir ein Brötchen. Ach, wir jetzt gar nicht mitbringen müssen, das war ja eigentlich nur das Gag gedacht so. Ja, ein Mörder-Gag, Rainer. Ach, beim Ding war es, okay. Hier ist noch ein Brötchen, genau. Hier noch ein bisschen Kuchen drin für uns. Ein bisschen Jawohl. Trinken. Willst du was trinken? Genau. Nee, ich habe meinen Kaffee noch, aber für euch könnte ich einen Kaffee machen, wenn ihr wollt. Kleine Warnung, trinkt lieber nichts aus der Schanze. Tür versorgt. Schön mit Wasser oder so gleich, danke dir. Alles klar. Willst du einen? Nee, ich bin alles gut. Okay. Rainer, ich glaube, du musst wieder eine Münze in den Stromzähler werfen. Das Licht ist ausgegangen. Vielleicht, jetzt eine halbe Stunde oder so irgendwas auf im Livestream machen und wir gehen rum, filmen ein bisschen. Ja, wir quatschen ein bisschen, genau, ihr könnt ja ein bisschen draußen, macht ihr so die ganzen Aufnahmen von den ganzen. Irgendwas, was wir nicht filmen. Es wird ja sowieso geschnitten und ich darf das sowieso vorher sehen, dann kann ich mich ja immer noch beschweren hinterher. Genau. Filmt einfach mal überall und wenn ihr wirklich eine Stelle zufällig auf die Kamera bekommt, wo es halt nicht ganz picobello aufgeräumt ist, kann man das ja rausschneiden. Also filmt einfach mal alles, was er so meint. Oder ist dir irgendwas wichtig, was ich filmen soll? Ich machen soll? Also das japanische Badezimmer solltet ihr auf jeden Fall filmen. Die Hamster im Winterschlaf, aber leise, sonst wachen die auf. Vielleicht auch speziell auf die Sachen, wo halt dauernd kaputt gemacht werden, Fenster und so weiter. Okay. Aber ich würde später euch mal mit euch ein paar... Mal mehr Rundtour sowieso. Ich würde später sowieso mal nach oben gehen mit euch zu die Zimmer. Oh ja, eine Rundtour. Da krieg ich auch ein Glas. Mal zeigen, die Häuser zeigen, weil das Fenster wurde jetzt nochmal Ärger eingeschlagen vor 2-3 Tagen. Also Plan ist für... Rainer, wurde das Fenster von innen oder von außen eingeschlagen? Bei dir muss man diese Frage leider stellen. Und bei uns, dass wir jetzt ein bisschen, wir machen, das ist ein bisschen vloggig jetzt, weil ich mache jetzt Sonntag, kommt schon ein Vlog raus, wo ich dann auf die beiden Videos anteaser, die wir machen. Dann machen wir die Beichte und das Interview und dann halt ein Format, das ist ein neues Format, ein Tag im Leben von und heute halt mit... Das hast du mir ja schon, genau, hast du mir schon angekündigt. Da gehen wir so ein bisschen rum durchs Gelände, zeigst uns nochmal alles, quatschen wir ein bisschen Haustour, reden nochmal ein bisschen, stellen ein paar Fragen und gehen auch auf die Sachen ein, was hier so los ist. Mhm. Vielleicht erwischen wir ja mal einen vom Tor heute. Meine geile Alexa, Party an. Wow. Normalerweise geht noch der Blitzer an und alles, da haben extra die Dinge hochgespannt. Nee, der Blitzer. Du hast Herrn Müller einen Blitzer vom Straßenrand geklaut? Junge, wenn der das rauskriegt, das gibt Mecker. Ja, Alexa, Party aus.
Alexa, Party aus. Alles schön extra so Ding hochgespackst. Filmt mal bitte nach oben, ich will die Verkabelung sehen. Ja, das war von Zuschauern. Habe ich mir auf Amazon auf die Liste gesetzt, so ein paar Sachen für den Hintergrund. Weil das Ganze war ja andersrum gestanden, da war ich ja da drüben gesessen und habe dahinter gefilmt. Dann habe ich da alles ein bisschen immer umgeändert, genau. Brauchst auch eine Amazon-Wunschliste, ne? Ja, ich brauche eine. Müsste ja Alle deine Sachen dort rein. haben Kann ich euch Amazon-Wunschliste. zeigen, kein Ding. Macht ihr das für ihn dann oder machst du es selber oder keine Ahnung? Keine Ahnung. Kann er euch auf jeden Fall zeigen, es kann. Warum hat er eigentlich keine Amazon-Wunschliste mehr? Das ist ein paar Sekunden. Dann haust du einfach drauf, was du machen willst. Das ist ja kein Stress. Genau, wir Den Schlüssel geben. Schlüssel, wo ich noch ein paar Sachen raus. Okay, dann sind wir eine halbe Stunde weg oder so, ne? Ja, wir Alles kommen dann klar. raus. Wir Okay. machen dann auch Ja. mal hier ein bisschen. Ist klar. Vielleicht haben die Leute ein paar Fragen oder so. Ja, klar. Wir haben jetzt den Chat mal offen. Ich habe jetzt mal ein paar von meinen Leuten, ein paar von meinen Mods so in den Ding gezogen. Oh, da fällt mir Ah, du hast ihn in den Ding gezogen, das ist gut. Übrigens, Kevin, ihr seid jetzt allein im Raum. Nur du und Rainer. Fühlst du dich schon unangenehm? Dann bin ich noch im Ding? Nee, bin ich nicht, okay. Was? Im Discord. Ja, hab mich auch drin bei dir. Ja, hier ist Flo noch. Was keinen Ton hat, hat mir noch geschrieben, weil ich vorhin keinen Ton hatte. Achso. Als ich wieder reingekommen bin, hatte ich den Ton kurz aus. Genau. Ja, Rainer, das haben wir gemerkt, dass kein Ton ist. Aber er war damals noch im Discord, jetzt ist er ja so gut wie nie da. Apropos, der Discord-Bot hat irgendwie Probleme, der kündigt aktuell neue Videos nur an, wenn er gerade Bock hat. Also wenn sich das in den nächsten Tagen nicht bessert, dann wird er mal ausgetauscht. Musik halt nebenbei wegen am Laufen von Woolbeat. Und Darfst du das? interessiert ihn nicht, ob er das darf. Er macht's einfach. Und da er Rudi Saibur ist, sagt da kein Richter der Welt was. Nee. Ist rechtlich so. Ist schwierig, ist Weil bei schwierig. Twitch haben. Nee, Rainer, ist eigentlich ganz einfach. Du darfst es nicht, aber bei dir werden halt immer alle Augen Ich zugedrückt. jetzt auch, habe da auch jetzt letztes Mal einmal angefangen. Dann konnte ich auch keine Musik spielen. Dann haben sie mir eine Liste gegeben, so auf so eine Playlist, wo ich zugreifen kann mit freier Musik. Das ist ja voll doof. Mit freier Musik? Hä? Spielt man die im Bordell oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Das ist meistens nämlich Crap, vor allem wenn es bei mir, ich bin ja Metaler, ich höre ja alles Mögliche an Metal von oben bis unten durch, von Ja, Matthias Reim. Hildegard Knef. Wie heißt der andere Typ da? Udo Lindenberg, Gotthilf Fischer, Tokyo Hotel, Ada Metal. Von dem softesten Zeug bis zum härtesten Dreckscheiß und ist halt auch eigentlich, jetzt also bei Fullbeat hat man jetzt auch gerade das Problem, da wird bei YouTube ist es so, man kommt hier, wo jetzt sehr gut steht, kommt dann so eine Warnung, Achtung, sie spielen gerade lizenzgesperrte Musik oder Echt, so. ja? Dann geht der Stream weiter ganz normal, aber dieser Abschnitt wird entweder wieder stumm geschalten Oder entmonetarisiert. oder entmonetarisiert, genau, dann im Nachhinein so. Ach ja. Ach ja. Wahnsinn. Das ist ja. Ja, ich bin echt gespannt hier mal. Das ist ja schon Ja, worauf bist du denn gespannt? echt, echt. Ranzig. Nee, aber vor allen Dingen, das ist ja so Es ist antik. respektlos, was die da draußen alles machen mit deinem Eigentum. Kevin, jetzt siehst du das auch von innen. Das solltest du dann ein bisschen stutzig werden. Ja, die klettern ja auch über den Zaun oder klauen Permanent. Sachen oder schmieren halt alles hin, machen alles kaputt, zeigen mich wegen jeden noch so kleinen Kleinigkeit, zeigen sie mich an, hab Dutzende von Anzeigen wegen nichts, die meistens dann auch wieder fallen gelassen werden irgendwann. Ja, meistens bekamen die Leute dann die Rückmeldung, das wird nicht weiter verfolgt, weil er in einer anderen Strafsache ein härteres Urteil zu erwarten hat. Und in der anderen Strafsache ist dann halt einfach nichts passiert. Weil es halt einfach nichts ist oder weil es dann verfolgt wird oder weil es kein Interesse gibt, das zu verfolgen. Aber ich verstehe auch irgendwo schon, dass die Polizei immer so abgefuckt ist dann. Ja. Aber auf der anderen Seite ist, naja gut, die Polizei ist nochmal ein eigenes Thema an sich. Also gibt Pro und Contra dafür natürlich, wie bei vielen anderen auch. Gibt immer gute und schlechte. Ja, gibt da immer gute und schlechte, ne? Hast du jetzt aufgelegt? Du verdammter Piep! Genau. Das, ja, nicht nur die Personen, sondern halt auch die Situationen, aber Popcornmaschine hast du auch da. die
Ja, wie oft hat er die benutzt? Einmal? Guck mal, wahrscheinlich habe ich mal gekauft, ja. Damals gab es. Ja, hast du die ja gekauft? Selbst? Bist du sicher? Gab's noch. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, auf Amazon Geld zu machen. Da bin ich aber gesperrt worden. Auch durch die Hater, so wie mein Twitter-Account, so wie mein WhatsApp-Account. Oh, böse Hater. WhatsApp-Account, Instagram-Account. WhatsApp, Quatsch. Instagram hast du gar nicht, ne? Habe ich nicht mehr, ne? Ich habe kein Instagram mehr. Ich habe, habe ich das gemacht? Ich mache immer so viel Videozeug, dass ich immer teilweise gar nicht mehr mitkriege, was ich jetzt veröffentlicht habe und was nicht. Ich glaube, ich habe am Montag mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, was ich noch habe. So, was ich. Meinst du dieses, was ich alles habe? Was ich noch habe, ist Snapchat. Okay, meint ein anderes Video. Moment, Snapchat habe ich noch, TikTok habe ich noch und. Und 4 Kaffeemaschinen. YouTube habe ich noch. Das sind so die einzelnen Social Medias. Es gibt noch eine ganz, ganz uralte Seite, wo ich noch habe. Das ist das Zeug hier. Moment. Hier. Das ist auch nochmal ein Rechner. Rainer, hast du denn auch noch dieses ASK-FM? Nee, das ist der gleiche. Er hat nie verstanden, wofür dieses ASK steht. Achso. Das ist der Bildschirm hier sozusagen. Ja, ich habe auch 2 Bildschirme, aber ich blicke da auch nicht durch bei diesen ganzen. Ich bin ja. Ich kenne mich ja gar nicht mit. Kevin, wenn du bei 2 Bildschirmen nicht durchblickst, kleiner Tipp von mir, stell sie nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Geht das deutlich besser? Computer aus. Ninjago, mein Sohn spielt auch mit Ninjago. Es ist ein Video. Das muss ich echt mal. Das ist ein Video, ja. Das muss ich unbedingt nochmal fertig machen. Wird wahrscheinlich nie fertig. Das bearbeitet habe ich es bereits, aber ich habe es noch nicht hochgeladen. Hochladen ist harte Arbeit. Das ist bereits beschleunigt und alles, aber so, und das hier habe ich halt auch noch so. Das ist so eine Seite. Rainer, du hast das beschleunigt? Hast du das Lego-Video auch beschleunigt, wo du an diesem Auto ewig rumgebaut hast, was ein Kind in 20 Minuten zusammenstopselt? Das ist eine uralte Seite. Als ich mit YouTube angefangen habe, war das ziemlich bekannt und beliebt bei vielen YouTubern. Hast dich halt angemeldet, hast es dann auf deinem YouTube-Account irgendwo verlinkt. Dann konnten die Leute drauf und konnten dir halt Fragen stellen, die du dann beantworten kannst mit Ja, Nein, bla, blub, kannst irgendwas reinschreiben. Rainer, wie heißt die Seite denn? Sag's bitte. Ja, das will ich jetzt für ein YouTube-Format nutzen, aber irgendwie komme ich nicht so richtig dazu. Wow. Ja, es ist halt immer so ein Dreck. Och, Rainer, sag doch bitte, wie die Seite heißt. Genau. Hab ich jetzt Wall and Swan offen? Nee. Achso, ja, da war ich vorhin kurz auf deinem Kanal. Ja. Haben wir das kurz geguckt. Ach ja. So, jetzt seid ihr knapp seit 10 Minuten zusammen und habt schon keine Ahnung mehr, worüber ihr reden sollt. Lasst Kevin in Ruhe, schreibt hier gerade jemand. Warum was? Ja, Rainer, lass Kevin in Ruhe. So, was schreiben die? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Was ist mit den Corona-Regeln, schreibt hier gerade jemand. Weil wir ohne Masken hier sitzen, meinen sie wahrscheinlich. Wir sind ja 1,5 Meter voneinander entfernt und das ist ja für einen gewerblichen Zweck, also wir... Genau, bei Gewerbe, da halten Viren sowieso Abstand. Das ist wie bei den Klimaklebern. Wenn die dann privat nach Bali fliegen, sagt das CO2 auch, nee, alles gut, passt schon. Wir haben ja beide Firmen, ja. Und da es ja eine Filmaufnahme ist, eine Filmproduktion, ja. Im Fernsehen müssen die Leute auch keine Masken tragen. Das ist richtig, ja. Und außerdem hat Rainer sowieso einen Sonderstatus bei Corona. Er durfte damals ja auch Leute anspucken auf der Straße. So ist es. Können die Leute sich mal ein bisschen beruhigen. Für gewerbliche Zwecke gibt es da zum Glück immer noch ein bisschen andere Regeln. Ja, Gott sei Dank. Wäre auch noch ein bisschen schwierig, wenn es auch noch so scheiße wäre. Vor allem im Stream. Ich meine, wir verdienen ja beide unsere Kohle mit unserem Gesicht unter anderem auch so. Ja. Wäre aber auch kein Problem gewesen, da eine OP-Maske über die Fresse zu ziehen. Du viel auch mit deinem Körper. Deswegen, hier schreibt noch gerade jemand, Rainer wollte auch mal Geld mit seinem Körper verdienen, ne? So 30.000 die Woche. Was macht Kevin Walter bei dir? Der holt sich diverse Krankheiten auf dem Zarensofa. Ja, werdet ihr bald sehen. Wir machen ein paar richtig coole YouTube-Videos. Einmal drehen wir die Beichte mit Rainer ab. Und ihr sägt die Beine von Rainer ab? Sorry, der Ton ist irgendwie ein bisschen. Verstehe heute nicht so gut. Wir drehen durch. Einen Tag in Rainers Leben ab. Ach so. Das wäre ein schönes Format, aber dazu müsste man ihn wirklich den ganzen Tag begleiten.
und das dann auch irgendwie aufnehmen. Ich glaube, das habt ihr nicht gemacht. Neues YouTube-Format, was jetzt in den nächsten Wochen rauskommen wird. Und da werden wir heute den Rainer einen Tag lang mal begleiten. Hat man leider nicht viel von gemerkt. Tune, alles reportieren, was es hier so zu erfahren gibt über dich. Da bin ich gespannt. Ich kann dich ja gar nicht verlinken bei Instagram, oder? Wie gesagt, du hast wahrscheinlich kein Internet hier. Hast wahrscheinlich keinen Empfang. Nee, kein Internet. Nee, am schauchigen Berg kein Handynetz. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja nix. Nee, hier hast du wirklich. Das ist ja nix? Nee. Nee, gar nix. Nix? Ja, nee. Dafür brauchst du so ein Handy. Das wäre vielleicht auch was für dich hier, sowas. Es ist ein Survival-Handy, es ist ziemlich stabil. Ja, also, wenn du Netz haben willst am schaurigen Berg, brauchst du ein Survival-Handy. übelst Fingerschmieren. Wie heißt Panzerglas vorne drauf? Panzerglas, kugelsicher, bis zu welchem Kaliber? Autoreifen-Gummi. Aber es ist ein iPhone, oder? Rainer, Sommerreifen oder Winterreifen? Ja. Nee, es ist ein Audi-Lock. Audi-Lock. Ach so, ja. Audi-Tel heißt. Audi-Lock, Autokack, Audi-Tel, Hauptsache Italien. Genau. Okay. Wasserdicht bis 1,50 Meter. Tiefe oder Breite, Rainer? Sieht man auch an die Dinger halt. Na, hier musst du immer aufmachen quasi. Ist ziemlich... fürs Laden und so. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Handy, so von irgendeinem Auto, ich weiß nicht gerade von welchem, ist hinten auch das Zeug drauf, Teflon oder irgendwas. Ziemlich krass, das Teil. Es ist halt, theoretisch gesehen kannst du mit dem Auto drüber fahren. Was hast du für ein Netz hier? Ich bin bei der Telekom. Ich aber auch eigentlich. Ja, ich habe aber auch keinen Empfang. Achso, du hast auch keinen Empfang. Das ist sowas von dämlich. Oh, ich habe hier keinen Empfang. Ja, dann brauchst du ja so ein Handy. Damit hast du ja Empfang? Nö. Also der ist sowas von behämmert. Ich habe bloß WLAN. Ah. Deswegen habe ich gesagt, wenn du mich anrufen willst, ist WLAN, also ist WhatsApp besser. Weil du WhatsApp dein WLAN hier geben? Ich kann da einen Gastzugang geben, warte mal. Gib ihm doch mal einen Gastzugang. Geht das? Natürlich. Bäh. Kann ich ein bisschen Insta-Story machen wenigstens. War falsch. Kevin, guck auf den großen Mauszeiger, den er hat. Während Rainer einstellt, sucht Kevin schon mal den Raum nach potenziellen Fluchtwegen ab. Ach, das ist ein Ofen hier. Das ist ein Ofen, ja. Das ist ein Ölofen. Darauf macht er immer den Käse warm. Wir muten uns mal kurz. Okay. You guys, I can you not hear. Kann jemand Lippen lesen? Also, wie er jetzt so da sitzt mit diesem Scheitel, erinnert er mich an Boneklings. Beziehungsweise Bonneklicks. Aber Rainer, wie lange brauchst du eigentlich, um das WLAN-Passwort vorzulesen? Ach so, sorry, lesen, ja, alles klar, mein Fehler. Ja, könnte so, Leute, jetzt auch, da sind wir wieder. Wollte gerade sagen hier. Genau. Liest du den Chat eigentlich mal durch? Nö. Ich bin ja mit Legasthenie gestraft so, ach so, ja. Und bin und habe da ziemlich Probleme, zu schnell zu lesen. Ach so, ja. Er hat auch Probleme, langsam zu lesen. So gleicht sich das wieder aus. Und deswegen muss ich da immer ein bisschen... ich kann immer nicht alles lesen, vor allem wenn es dann so lange Texte sind. Oder schwierige Worte, so mehr als zwei Silben. Aber ich überfliege es halt schon immer so.
Habe jetzt auch ein paar Leute dabei, die aufpassen, dass jetzt so viel Scheiße passiert. Kevin Walter Ehrenmann. Was hältst du eigentlich von der Sache mit Ehrenmann? Das ist doch mittlerweile wird doch dieses Wort total falsch benutzt, oder? Also so ähnlich wie Ding. So. Ein richtiger Ehrenmann war früher jemand, der auch wirklich Ehre besessen hat und nicht immer irgendwie nur Ehrenmann, Ehrenmann. Wird er dauernd rausgehauen irgendwie. Ah ja, also ein Ehrenmann war früher jemand, der Ehre besessen hat. Das finde ich eine tolle Definition, Rainer. Ich rufe gleich mal bei Duden an, damit die das 1:1 so übernehmen. Okay, ja, das ist halt so die jugendliche Sprache, ne? Ja, es ist aber halt irgendwie schade, weil es ist eigentlich ein Wort, was früher was bedeutet hat. So, bedeutet heute auch noch was. Jemand als Ehrenmann bezeichnet hat oder als Mann der Ehre bezeichnet hat. Ja. Das ist ja irgendwas anderes als heutzutage. Ich meine, heutzutage benutzen die Hater das oder die Menschen generell das so, dass es ja schon fast ein ernsthaftes Schimpfwort ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Wird halt so viel benutzt, aber ist halt in Gang und Gäbe, ne? Das ist halt in aller Munde das Wort. Du Ehrenmann, du Ehrenmann. Ich glaube, der Ron Bilecki, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nö. Das ist auch ein YouTuber, der hat das so ein bisschen noch publiker gemacht, als es sowieso schon war. Und seitdem drehen die ja völlig am Rad. Okay, ja, ich habe mich schon gefragt, warum das momentan so einen ausufernden Boom hatte. Also den kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber ich verfolge auch mittlerweile nicht mehr so viel. Ich habe eine Handvoll YouTuber und Streamer, die ich von früher kenne, so ein paar, mit denen ich auch zu tun hatte schon oder mit denen ich was zu tun habe. Aber der Großteil von denen, ich schaue eigentlich kaum noch jemanden. Neuerer YouTuber oder der kleinere Streamer schaue ich auch ab und zu mal, aber es kommt erst selten vor. Aber Gronkh guckst du schon noch, ne? Musst ja abgucken, was du in deinen Let's Plays sagen willst. Also es ist eher so der Zwischenzustand so in der Richtung. Man sieht, wie unwohl er sich fühlt. Ja, das sieht man. Was? Die Frage ist jetzt, wer von uns beiden sich unwohl fühlt. Kevin, ist die Couch gemütlich? Ja, die Couch ist echt gar nicht ungemütlich auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist doch echt eine Qualität. Na, da wo ich sitze, ist es mittlerweile so. Aber ich sitze auch hier ja ewig schon. Das ist... Ja, Rainer, du sitzt da nicht nur schon lange, du sitzt da halt auch relativ massiv. Man sieht die Unsicherheit. Ey, alles gut. Ich bin ja bewusst hierher gekommen. Ich wollte ja hierher kommen. Rainer hat mich ja nicht gezwungen, hierher zu kommen. Ja, und dafür wirst du noch ganz schön viel Kritik einstecken. Weil ich glaube, also sein Team hat ihn da auch ein Stück weit verarscht. Er hat ja gesagt, da wurde vorher recherchiert und das werden die ihm wohl auch so verkauft haben. Aber ja, also richtig sowas zwingen könnte. Aber ich fand das Thema Drachenlord und Rainer Winkler einfach so interessant. Ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen mit befasst. Aber nur ein ganz kleines bisschen, ne? Und finde es extrem schade, dass so viele Menschen so einen immensen Eingriff in Rainers Leben nehmen. Und der Sache wollte ich einfach mal auf den Grund gehen, mir meine eigene Meinung bilden und dafür bin ich heute hier. Weil, wenn es alles keinen Grund hat, keinen wirklichen Grund, keinen nachvollziehbaren Grund, egal ob man vielleicht mal eine Geschichte erzählt hat oder sich falsch geäußert hat, weil man einfach gerade selbst genug Stress hat oder sonst irgendwas, das sind alles so Sachen, die für mich jetzt nicht... echt, da ist schon einer. Es war einer von deinen Leuten. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen. Das sieht man in Laufenburg. Da läuft er. Das Kamerateam haut schon ab. Ja, ich finde es halt einfach eine Frechheit, dass da gegen Rainer so vorgegeben wird und will halt einfach mal mir mein Bild, mein Urteil machen, warum das alles so ist und ob es auch alles gerechtfertigt ist. Ja, weil Rainer derjenige ist. Weil ich denke, meine Recherchen, mein Team hat recherchiert, haben insgesamt 5-6 Leute recherchiert. Insgesamt 2 Minuten. Egal, ob es auch die Pornhub-Geschichte ist oder sonst irgendwas, das sind alles keine Gründe, dich so einen Eingriff in dein Leben zu nehmen und dir dein Leben so kaputt zu machen und so zu terrorisieren. Ja, kaputt macht er das doch selbst. Und Mobbing gehört nicht in unsere Gesellschaft. Mobbing hat mit Rainer auch nichts zu tun. Apropos, Rainer, dein Podcast gegen Mobbing, der 2-mal wöchentlich kommt, da fehlen irgendwie noch ein paar Parts, die in der Zwischenzeit hätten kommen sollen, oder? Kann das sein? Mobbing ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Und ich glaube, keiner von euch da draußen will gemobbt werden. Ich wurde früher in der Schule auch gemobbt, bis ich dann irgendwann die Schnauze voll hatte, angefangen habe mit Boxen und mit Kraftsport und die Leute dann einfach verdroschen habe. Du kannst halt nicht jeden verdreschen, der dich ärgert. Das ist nun mal leider so. Schön. Nö.
Ich wollte auch mal einer mobben in der Schule. Dann haben alle über ihn gelacht. Wär's? Dann mehr Ruhe. Aber das, was hier passiert, ist einfach ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Und da müssen wir einfach mal gucken, was Sache ist. Und der Sache wollte ich halt selber auf den Grund gehen. Also, Reportage Volta. Report, ist so warm hier, ey. Report. Ja, das ist kein Wunder. Mittlerweile sind es 22,3 Grad. Ich fühle mir ehrlich gesagt den Arsch ab. Echt? Ja, ja. Alter, das ist ja echt. Schau ich den mal an, Alter. Das ist voll. Ja, Rainer, ne? Der hat fast so eine Muckis wie du. Krasse. Ja. Anna hat gerade geschrieben und da würde ich auch gerne mal kurz drauf eingehen. Falls das dann hinhaut, dass wir uns irgendwann noch einmal mal treffen oder so. Weil jemand gefragt hat gerade, ob ein Sportvideo kommt. Ein Sportvideo? Vielleicht kommt mal ein Sportvideo. Vielleicht, wenn die Fitnessstudios wieder offen sind, gehen wir mal zusammen eine Runde trainieren. Warum nicht? Ja, Oh ja, bitte, das wäre so lustig gewesen. Warum hat gerade einer geschrieben, erzähl mal was von deinen Haustieren? Nee. Erstmal Sportvideo machen. Da kann Rainer dir zeigen, wie er die 150 Kilo auf der Bank drückt. Ach, weil ich Haustiere habe und weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass mein Hamster im Winterschlaf ist. Also. Ja, der hält immer noch Winterschlaf. Naja, bei manchen Viechern ist es ja so, aber der Hamster... Rainer, Tiere, die Winterschlaf halten, sehen nicht aus wie irgendwelche mumifizierten Ägypter, die vor 3000 Jahren mal gelebt haben. Ja, ist eine dumme Geschichte, braucht man jetzt nicht unbedingt aufwärmen. Jetzt auch mal erzählen, was ich hier mache. Was erzähl ich erstmal? Also was die Sache mit dem Sportvideo angeht, noch kurz. Hatte ich dir, du weißt ja, kannst du bestätigen, wenn du willst. Mir hatte dich ja schon gefragt, ob wir das vielleicht mal machen mit dem Sportstudio, ja. Das mal machen, ne? Ja, Rainer kann dir da bestimmt Tipps geben, Kevin. Genau, und habe ich nämlich auch gedacht, dass wir das mal machen eventuell. Vielleicht schreibe ich Rainer auch mal ein Diät hier, einen Ernährungsplan. Und dann shredden wir Rainer mal runter. Schön auf 100 Kilo knüppelhart, Junge, dann sitzt der hier mit Waschen im Bauch. Also 110 würde mir ja schon reichen, ey. 110 würde mir schon reichen. Wobei ich sagen muss, dass ich in der letzten Zeit echt stark abgenommen habe. Ja? Ja, das stimmt, Rainer. Du hast echt stark abgenommen. Also du hast ja die Haare geschnitten. Naja, also die Zuschauer schicken mir ja ständig irgendwelche Süßigkeiten so, weißt du? Und irgendwann habe ich das Zeug... Besten. Ja, voll. Aber der Witz ist, dass es genau den gegenteiligen Effekt hatte. Ich habe am Anfang, ja, voll... Und irgendwann so, ich kann es nicht mehr singen. Ich meine... Er ist clever, er hat die Zuschauer nämlich ausgetrickst. Die Süßigkeiten, die sie ihm geschickt haben, die hat er einfach gegessen. Dann können ihm die Kalorien gar nichts mehr. Dann kann ich noch mal zeigen. Mir hat irgendwann jemand mal so ein Riesenpaket mit, kennst du ja aus dem Regal in den Läden, so riesen... Bei ihm haben die Läden Regale, wo die Sachen drinstehen. Das finde ich ja geil. In unseren Läden hier liegt das Zeug immer einfach lose auf dem Boden rum. Pakete, wo dann in die Regale reingeschoben werden, musst du davon ja was rausnimmst. Ja. Ja, und da hat mir jemand was mit Marzipan geschickt. Oh, Marzipan ist super. Ja, super. Aber du weißt, wie Marzipan aussieht, ne? Die sind so lang und das ist halt so 7 Stück oder was auch in der Reihe oder 8 Stück in der Reihe und dann so 3, 4 hoch. Oh. Und da waren 2 so Päckchen drin. Ich habe immer noch welchen da davon. Und das ist vor fast einem Jahr gewesen, dass ich den gekriegt habe. Das ist voll übel. Und ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Ich habe mir... Ja, aber Rainer, du hast doch immer so viel Süßigkeiten verschenkt an deine ganzen Kumpels und an deren Kinder. Oder warum hast du das nicht mitgenommen zu deiner ehrenamtlichen Arbeit in der Suppenküche? So schön hätte jeder Arme, der dort sich ein Schälchen Suppe abholt, noch einen Barren Marzipan dazu bekommen als Nachtisch. Die hätten sich garantiert gefreut. Jetzt vor 2 Tagen einmal eine Packung Chips gekauft, nach bestimmt einem halben Jahr oder so. Rainer kauft sich keine Süßigkeiten. Er kriegt sie ja geschickt. Und das auch nur wegen WoW. Weil das neue WoW rausgekommen ist so. Aber, ja. So, jetzt mach ich auch mal. So, Freunde, wir sind angekommen. Keiner von euch hat erraten, wohin mich der Weg führt. Also, ich wusste es. Ich verrate es euch jetzt. Ich glaube, es wird... spektakulär für euch alle. Spektakulär? Ist das jetzt eine Anspielung auf Rainers Körperfülle? Das finde ich aber jetzt ein bisschen gemein, du. Vor allem das, was wir hier abdrehen werden, mit dem Lieben. Vielleicht erkennt schon einige an diesem wunderschönen Hintergrund. Aber spätestens jetzt sind wir froh, dass es kein Geruchsinternet gibt. An diesem Mann. Der Drachenlord, aka Rainer.w. Rainer Winkler stellt sich
der Beichte und auch einem neuen YouTube-Format, das wir jetzt rausbringen, übernächste Woche. Und zwar einen Tag im Leben von, und heute drehen wir die dritte Episode mit dem Drachenlord aka Rainer Winkler. Ich bin sehr gespannt, was mich heute... Er dreht jetzt schon den einen Tag? Das seid ihr aber ziemlich spät gekommen. ...die erwartet, aber Rainer ist ein cooler Typ. Wir haben schon ein paar Mal telefoniert. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen Aufklärung betreiben können. Peace. Oh ja, Aufklärung. Erzählt uns das mal mit den Elfen und den Blumen. Oder waren das Bienen und Blumen? Was ja. Verlinken kann ich dich gar nicht, ja? Nee, aber wenn du willst, kannst du es auf Snapchat auf meinem Kanal auch nochmal machen, wenn du Bock hast. Ich habe auch kein Snapchat. Oder ja, ich habe Snapchat. Achso. Ich habe aber gar kein Snapchat. Ich hab Snapchat hier. Er hat Snapchat, aber er hat kein Snapchat. Abgesehen davon könnte er Snapchat haben. Mein Paket wurde zugestellt. Oh, meine Lampe ist gekommen, endlich. Ja, dann kann der ja ein Licht aufgehen. Hinterlegt bei André Freik. Wer ist denn das? Das weiß ich. Das ist der Typ, der jetzt deine Lampe hat. Ist doch nicht. Verdammt nochmal, die kenne ich noch nicht mal. Das ist schlecht. Wow. Er freut sich über eine neue Lampe. So, haben wir. Snapchat, warte mal. Hier ist Snapchat, das hier habe ich. Machen wir noch nicht mal angemeldet. Ja. Aber wenn du magst, kannst du mit meinem Handy mal machen auf meinem Kanal. Die werden sich alle denken, hm? Oh, er kann das schwere Survival-Handy aber hochheben, also da hat sich das Training gelohnt. Einen wunderschönen guten... Junge, du schrei nicht so, ich hab Kopfhörer auf. Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, ich habe den Account vom Drachenlord übernommen. Ich bin jetzt der neue Drachenlord, Kevin Wolter, aka der Drachenlord. Mit Rainer. Wir werden ein paar coole Sachen hier abdrehen. Und zwar, Rainer stellt sich der Beichte und... Also eigentlich sitzt er. Da ruft jemand an und zwar Skoff. Du hast nicht viel Zeit, ne? Achso. Der Speichel stellt sich Rainer. Und auch ein Tag im Leben von Rainer Winkler werden wir abdrehen. Also richtig coole Sachen werden auf YouTube online kommen. Wir werden mal gucken, ob wir hier ein bisschen helfen können, ein bisschen Aufklärung betreiben können. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Rainer ist ein cooler Typ. Ja. Lass ihn in Ruhe. Einen jo. Wunderschönen guten Morgen. Oh, Horst, ein Echo. Das wird so brutal werden. Ja, Rainer, das wird unfassbar brutal. Warum hängt der Fettsack, laufend die Zunge raus? Hä? Also er hat den Mund offen, aber die Zunge hängt Kevin doch gar... Achso, Rainer ist gemeint. Warum? Weißt du, warum ich das mache? Weil du irgendwie hängen geblieben bist, eventuell? Weil du Fliegen fangen willst? Ja, wegen Kiss. Ja, beziehungsweise Metal halt. Das hier ist eine typische Metal-Pose, das kennt man doch eigentlich. Ja, das kennt man. Jeder Mettler macht das permanent. Daran erkennst du einen Mettler, die laufen so durch die Straße. Also ehrlich mal, Leute. Das wird so brutal. Aber sowas von brutal. Ja, und das ist das Schöne an unserem Kommunikationszeitalter. Da sitzen zwei Leute nebeneinander auf dem Sofa und jeder starrt auf sein Handy. Echt geil, oder? Ach ja. Und das sieht man nicht nur hier so. In Cafés, Restaurants, überall sieht man das. Wie gesagt. Was war das? Strecken alle den Arsch in die Luft. Hast du strecken Arsch in die Luft? Sag mal, Kevin, was guckst du dir da gerade auf dem Handy an? Wie gesagt. Ja, viele haben mich auch gefragt, ey Kevin, hast du da nicht Angst, Hate abzubekommen? Nee, hab ich nicht. Mir ist es scheißegal. Diese Aussage wird gar nicht gut altern, Kevin. Ich finde die Sache so interessant, dass ich es auch riskiere, da ein bisschen Hate abzubekommen. Weil die paar Spastis da draußen, die da... Kevin, das sagt man nicht, das ist behindertenfeindlich. Ihre Meinung zu vertreten, aber auf falsche Art und Weise, indem sie
andere Menschen manipulieren und mobben, gehören für mich bestraft. Und wir werden mal gucken, ob wir da ein paar Leute bestrafen können. Du willst jemanden bestrafen? Aha. Ja, weil das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht so weitergehen. Kevin, der Bestrafer. Und das geht seit 7 Jahren so, ne? Ja. Seit 9 mache ich YouTube, seit 7 kommen diese Idioten hier. Das ist krass, als ich angefangen habe mit den Nazis damals. Auf dem. Nee, Rainer, angefangen hat's mit dem Posterverkauf. Vorher kam eigentlich keiner zu dir. Einmal ein Norweger. Der hat auch nur aus der Entfernung geguckt. Nazi-Forum. Das war damals auch der Grund, warum ich mein Video überhaupt dazu gemacht habe. Ich wollte meine Familie beschützen, meine Schwester beschützen. Deswegen habe ich meine Adresse preisgegeben, dass die. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass die Lü-Lü-Lü-Platte gerade läuft. Ich habe da nichts reingeschnitten. Mich losgehen, auf meine Schwester. Ja. Was schreibt er da? 90% Pädo. Ach, die labern ja auch. Ja, ich bin Pädophiler, bin angeblich. Weil du dich ein, zwei. Apropos Nazis, hängt das Kunstwerk aus Wäscheklammern noch? Nicht, dass das Kamerateam das versehentlich filmt. Einmal falsch geäußert hast, weil du einmal vielleicht was nicht so gesagt hast, wie du es gemeint hast, verdrängen die Tatsachen. Ja, eben einmal ein Pferd verhungern lassen, einmal Hamster verhungern lassen. Das ist ein Pädophil, ist deswegen vor allem momentan so das Thema. Ich habe so einen Typen hier in der Nähe, der hier eine Wiese hat, mit dem ich immer wieder aneinander geraten bin in der letzten Zeit so. Und meine Nachbarn sind unglaublich sensationsgeil, machen aber selber nichts, suchen die Bullen und was weiß ich. Ja, Rainer, warum sollen die denn die Bullen rufen? Ne? Weil du das Dorfbrüll heulst? Und da war es so, der eine Nachbar hat ein paar Kinder, auch relativ kleine Kinder. Achso, das mit dem Auto, wo er dann da stand, wo der. Genau, und ich habe das Kind habe ich ja nicht gesehen, ja, weil es war ja hinten drin, weißt du? Da sollen die Leute auch mal die Schnauze halten, so. Die sollen auch nicht so übertreiben, die sollen alles nicht immer auf die Goldwaage legen. Vor allem, ich habe es ja nicht wie ich dem Kind gemacht, sondern wie ich dem Idioten da. Ja. Weißt du, weil er sagt, das Geile ist halt so, er sagt so zu mir, so, dass ich schwanzlos, eierlos bin, ne? Was mache ich? Ich backe ihn halt einfach aus, so, ne? Im Sinne von, ja. Ja. Für dich normal, ne? Wenn dir einer sowas sagt, dann ziehst du halt auf offener Straße blank. Aber schöner Zufall, das war jetzt gar nicht von mir beabsichtigt, Rainer. Da gibst du zu, dass du das getan hast und dass da auch ein Kind dabei war. Heute weißt du nichts mehr davon, ne? Mir ist egal, ob es so groß ist oder 20 Meter. Was will ich mit einem 30 Meter Schwanzen? Stimmt, Rainer. Du kannst das Ding eh für nichts benutzen, weil ohne Zweitmensch geht's halt schlecht. 30 Meter Schwanz kannst du auch keine Weiber ficken. Also. Rainer, du kannst generell keine und deine Ausdrucksweise hilft auch nicht gerade, eine Partnerin zu finden, um es mal so auszudrücken. Naja, vielleicht ein bisschen brutal jetzt ausgedrückt. Nö, einfach nur eklig, respektlos. Das ist halt immer so die Sache, ne? Also, das ist halt auch das. Du sagst halt oft Sachen, wie sie dir in den Sinn kommen. Auch ja. Wenn sie vielleicht. Ja. Vielleicht dann nicht so gemeint sind, wie du sie gesagt hast oder du so anderes meinst. Er weiß doch selbst nie, was er meint. Und die Leute legen das auf die Goldwaage und schneiden das irgendwie falsch zusammen. Ne, Kevin. Falsch zusammengeschnitten wird ja gar nichts. Ich habe auch viele Videos von denen, was die Leute jetzt hier auch schreiben, im Internet gesehen. Ja. Aber das sind ja Sachen, die willkürlich aneinander geschnitten wurden, natürlich zu deinem Nachteil. Ja, klar. Ist ja keiner, der mal ein YouTube-Video macht, wo alles geschnitten wird, zu deinem Vorteil. Die schneiden natürlich alles. Ja, wie soll man das auch bitte schön machen? Ist immer nur so, um dich zu ficken. Ja. Und das ist natürlich auch. Wenn du es drauf anlegst, dann könntest du auch meine YouTube-Videos so umschneiden, dass ich irgendwas Negatives. Kevin, das kann man natürlich bei jedem machen. Das könnte man auch bei mir machen. Aber bei Rainer muss man gar nichts groß umschneiden. Vielmehr als die Äs und Ös rausschneiden, damit ein Satz nicht 20 Minuten dauert, braucht man da gar nicht. Ja, genau. Ja, klar. Naja. Ja, das ist halt so die Sache. Ich sage ja gar nicht, dass ich ein perfekter Mensch bin. Ich habe genug Scheiße gebaut, ich habe auch genug Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Aber das hat jeder Mensch irgendwann mal. Es gehört irgendwo auch zum Menschsein dazu, dass man irgendwann mal Fehler macht und Sachen macht, auf die man nicht stolz ist. Aber letzten Endes ist es halt. Auf der einen Seite ist es halt so, ich versuche halt eigentlich nur mein Leben zu leben. Ohne jemanden auf die Eier zu gehen, irgendjemanden auf die Füße zu treten. Ich will einfach nur mein Ding machen, möchte meine Videos machen, möchte ein bisschen Kohle damit verdienen, damit ich halt mein Leben in Ruhe chillen kann. Möchtest du dir irgendwann eine Frau holen? Ich habe auch gar nicht vor, reich zu werden oder so.
Da habe ich kein Interesse daran. Was will ich mit Hunderttausenden von Euro? Wenn ich verreck, kann ich es eh nicht mitnehmen. Du könntest deinen Kindern was vererben. Aber 100.000 Euro, die hast du eh in weniger als einem Jahr komplett sinnlos verballert. Wetten? Ja, aber wäre für den Moment ja schon schön, ein bisschen mehr Kohle zu haben, ne? Mehr Kohle wäre im Moment nicht schlecht, auf jeden Fall, klar. Aber wie gesagt, selbst wenn ich jetzt... Ich habe es auch in meinem Discord, haben wir jetzt in der letzten... Also zu der Sache mit der mehr Kohle, ich würde mich da als Testobjekt anbieten. Also wenn jemand bereit ist, mir jetzt mal schnell 100.000 rüber zu schieben, ich würde dann mal ein paar Wochen später eine Rückmeldung geben, ob das schon schön ist oder nicht. Also meldet euch. Letztens halt ein paar Leute wussten ja, dass du kommst, so. Ein paar von den Mods und so, die halt wirklich auch dich hatten. Ist auch nicht rausgekommen, also von daher passt ja. Aber auch zu denen schon gesagt, wenn ich irgendwann mal auf irgendwelche Events eingeladen werde, ne, vielleicht, wenn das mit uns jetzt so gut funktioniert und vielleicht auch noch andere mit zukommen, das weiß ich, oder ich auf die zukommen kann, ich dann auf irgendwelche Events eingeladen werde, auf irgendwelche YouTube-Dings, was weiß ich, und da alle im Anzug und so weiter rumrennen. Okay, aber du weißt schon, wie ich da hinkomme, oder? Abgeranzt. Mit meinen Springerstiefeln, mit meinen abgerissenen Hosen. Reiner, als ob du in Springerstiefel reinkommen würdest. Mit meinen Löchern in den T-Shirts, so laufe ich da dann hin. Und wenn die mich da nicht haben... Genau so, wie du auch vor Gericht erschienen bist. Weil ich nicht in Gala-Anzug oder Gala-Klamotten komme, dann gehe ich wieder. Und ich habe zu meinen Leuten gesagt... Tja, Reiner, wenn man halt seinen Mitmenschen so wenig Respekt entgegenbringt, dass man sagt, okay, ich ziehe mich jetzt mal dem Anlass entsprechend an, braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, wenn wir einen Anlass haben, wollen wir dich nicht dabei haben. Wenn ich da jemals im Anzug auftauche, außer auf meiner eigenen Hochzeit, erschießt mich. Naja, und Hochzeit wird bei dir ja... Nee, das wird wohl nie passieren. Ich bin halt echt nicht dieser Anzugtyp. Ich habe auch keinen Bock auf diesen Anzug. Ich auch nicht. Da kann er auch keine Krawatte binden. Macht ja nichts draus. Ja, ich muss da immer an Steve Irwin denken. Der ist. Reiner, der Mann heißt Steve Urkel. Ist ja auch in seiner Serie irgendwann später, wo dann schon kurz bevor er gestorben ist, so. Ist auch auf irgendwelche. Steve Urkel ist tot? In größeren Events ja mal aufgetreten, so für gute Zwecke, für Tiere und so weiter. Und dann kommt dann der eine Produktionstyp so her und sagt so: Bitte, zieh den Anzug an! Und der so: Nö! Und geht da mit seinen kurzen Shorts und so wie er immer in seinem Outfit, geht er raus und kommt so auf die Bühne. Ja, aber dieses Outfit war auch sein Markenzeichen, Rainer. Bei Steve Urkel hatte doch keine kurzen Hosen an. Der hatte lange Hosen bis unter die Achseln und Hosenträger. Oder meinst du jetzt diesen Australier? Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja. Ja, und das ist halt auch für mich so. Ich habe da überhaupt kein Interesse dran, da irgendwie ein Gala-Outfit oder so. Das ist einfach nicht mein Ding. Es gäbe auch keinen Anzug in deiner Größe. Ich ziehe meine Bandshirts an, Nietenarmbänder, Halsbänder, also Halsbänder sind unbedingt, aber Nietenarmbänder oder Ringe oder sonst was. Papatuch um die Birne gewickelt. Ah, hier zum Beispiel. Was zum... Ja. Ein Drachenaugenring. Passt ja zum Drachenlord. War ein Fangeschenk tatsächlich sogar. Hat echt? Mir ein Zuschauer geschenkt, ja. Ja. Der hat den frisch aus dem Kaugummiautomat gezerrt und gleich gesagt, was soll ich mit der Scheiße, wie schicke ich Reiner. Er war auf meiner Amazon-Wunschliste eine Zeit lang. Genau. Habt das alles klar? Alles ja, draußen alles dokumentiert. Mit Drohnen Autos war offen. Soll ich nochmal kurz zu? Mach die Tür zu. Kofferraum ist rot. Weil er offen ist. Die Türen auch. Ich hab gedrückt, ne? Ja. Bist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Ich geh einfach mal schnell. Rainer, eine kurze Frage. Können wir hier auch was filmen? Dürfen wir hier irgendwas dokumentieren? Wie gesagt, filmt was ihr wollt. Wirst wieder hinterher eh schnell, ich seh's dann eh. Wir machen. Passt nur im Keller auf, da sind überall die weißen Spinnen. Ja, wir machen. Und ich sag euch dann ja, ich sag euch dann ja eh noch alles, was wir nicht drin haben will. So. Haus oder auch im Haus? Im Haus auch. Auch ja. Okay. Also die Küche würde ich ausklammern. Momentan. Aus gutem Grund. Gucken wir mal. Nee, lasst das mit der Küche sein. Wenn euch die Ratten, die dort wohnen, beißen, müsst ihr zum Tierarzt und nee. Zu? Ja, ist zu. Ja, dann machen wir, auch hier können wir, ist auch der perfekte Platz für die Beichte eigentlich. Mit seinem, das ist ja sein Platz. Ja. Ja, hab ich mir auch gedacht gehabt, weil ich habe ja ein bisschen auch was jetzt von dir auch angeschaut schon. Willst du mal was essen jetzt hier langsam?
ist das jetzt hier? Das war das Brötchen, ne? Das war ein Brötchen mit Salami und Camembert. Ich hoffe, es schmeckt. Soll ich da Licht holen, ein Stativ? Sollen wir jetzt anfangen? Hat er noch Guck, Reinhard, die haben ein Stativ. Ich habe momentan bloß die eine da, die andere Softbox ist aber oben, die müsste ich bloß holen ansonsten. Oh, Treppe hoch. Wir haben auch Licht, wir haben Licht aus, da Licht dabei. Ich baue aber auf und wenn ich sehe, fehlt Licht, dann hole ich noch Licht. Alles klar. Dann machen wir gleich, genau, machen wir gleich die Beichte. Gleich, okay. Und dann, jetzt. Und dann hauen wir so schnell wie möglich wieder ab. Genau, wir können langsam dann, wenn er möchte, das dann beenden. Ja. Und dann machen wir die Beichte, das Interview, und dann machen wir das, machen wir so die Doku, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, gehen wir ein bisschen rum in Ruhe. Ja. Okay, dann hole ich jetzt nochmal Licht und Stativ. Komm mit, Bruder. Ja, und guck mal, wo dieser Typ wohnt, bei dem Kevins Lampe abgegeben wurde, wenn du schon nach Licht suchst. Hatte ich eh vor, jetzt dann zu beenden. Ich habe auch Marzipanstangen dabei. Ich liebe Marzipanstangen. Deswegen zum Thema Marzipan. Ja, wenn du magst. Ich kann da ein paar Marzipan-Dinge mitgehen ohne Probleme, aber. Wir sind halt erst seit einem Jahr abgelaufen. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Das ist halt schon, weil ich das schon so lange habe. Ach, also es ist abgelaufen, meine ich. Essen kann man ja trotzdem als Marzipan, das Zeug wird ja nicht schlecht. Ja, ja. Ja, essen kann man alles. Was der Magen dann dazu sagt, das wird man dann sehen. Es kann höchstens sein, dass das. Die Schokolade ein bisschen weißlich ist, weil die jetzt so lange schon rumliegt, aber das Zeug wird an sich nicht kaputt. Also wenn du willst, kann ich dir welche mitgeben. Noch mehr als genug da. Bei mir liegen die eh nur im Regal rum. Ja. Okay. Nee, lasse noch ein paar Jahre reifen, dann wird Marzipan erst richtig gut. Gut. Also Leute, wir werden den Stream jetzt mal beenden. Den Rest seht ihr dann bei Kevin. Jetzt Sonntag kommt schon eins der ersten Videos online. Da machen wir einen kleinen Vlog, da habe ich so eine Deutschland, ich war ja gestern bei der Lucy Cat, bei der Porno-Alten, da haben wir ja auch, kennst du die, Lucy Cat? Klar, kennst du die. Rainer weiß nicht, dass diese Frauen auch Namen haben. Tatsächlich, muss Lucy ich sagen, Cat, so eine Pornos sind so schaue ich schon, ne? Klar, wer macht das nicht, aber ja, das ist sagt mir tatsächlich nichts, doch, die weil ich, ja, ich schaue halt keine, ich schaue halt nicht speziell nach irgendwelchen Pornos oder so. Oh, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, bei der waren wir auch gestern. Der Vlog, wo wir so ein bisschen was schon mal hier erzählen, kommt am Sonntag online und dann nächste Woche, wenn wir fertig geschnitten haben, kriegst du dann die Beichte, musst sie dann abnehmen und dann kommt es auch nächste Woche, wo alles rauskommt. Nee, mit abnehmen ist bei Rainer nicht so. Nächste Woche. Gut, also Leute, dann müsst ihr... Hab ich dann Reißverschluss gehört? Also, wenn... Da gerade von einer Porno-Alten geredet wird und dann höre ich einen Reißverschluss, da hat man sofort komisches Kopfkino, ihr auch. Bescheid. Dann viel Spaß und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann die nächsten Tage werde ich, denke ich, mal ein bisschen WoW zocken, weil jemand hat mir jetzt WoW geschenkt. Das sollte auch heute oder morgen kommen. Kann ich WoW zocken? Rainer, das wird bestimmt auch irgendwo abgegeben bei jemandem, den du dich kennst. Und wir werden das Auspackvideo, was ich gestern versprochen habe, das konnte ich nicht machen, weil das Paket nicht gekommen ist. Das mache ich dann entweder heute Abend noch, wenn es heute noch kommt, oder dann morgen, wenn es morgen kommt. Genau. Dann, viel Spaß und schönen Tag noch. Ciao. Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß und einen schönen Tag noch. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ich finde die anderen Videos mit Kevin Wolter auch noch. Die könnten wir ja auch nochmal schön verwursten. Und bis dahin, möge das mit euch sein.